So, in diesem Video diesmal nur kurz, weil es eine Frage war, wie gehe ich mit so Messageboxen um, wie das zum Beispiel. Willst du das? Und ich klicke auf Ja und es kommt was, oder ich klicke auf Nein und es kommt eben was anderes. Also ähnlich wie ein Fenster öffnen, nur in dem Fall eine konkrete Frage, eine Messagebox, wie kann ich damit umgehen, wenn wir Hardcore MVVM machen. Natürlich geht es wieder über die View, aber Hardcore MVVM, wie wird es gehen? Und auch hier habe ich in diesem Fall selbst einen Kompromiss geschlossen, indem ich die Messagebox Enums verwendet habe, aber nicht mal das müsste wirklich sein. Wie auch im letzten Video gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, dass wir eine Messagebox über die View, über die Code-Behind-Datei sozusagen einfach öffnen und das darin behandeln. Aber wie auch im letzten Video wollen wir uns ansehen, wie würden wir es machen, wenn wir MVVM richtig hardcore verwenden, damit wir unit-testbar sind, werden oder bleiben und wie denn das jetzt genau funktioniert. Also, ich nehme das Beispiel vom letzten Mal her, mache hier einen zweiten Button. Dieser Button heißt dann nicht öffne Fenster Modal, sondern öffne Messagebox. Also, wir wollen den User irgendetwas fragen und vor allem wollen wir auf die Antwort, die der User gibt, entsprechend reagieren. Und dann haben wir hier nicht den Open Dialog Command, sondern Open Message Command. Und dieses Open Message Command gibt es natürlich noch nicht. Wie gesagt, ist das Beispiel vom letzten Mal. Also Public I Command, get und init von mir aus. Und im Konstruktor setzen wir jetzt das Command, was denn hier passieren soll, also this.openMessageCommand ist gleich newDelegateCommand. In diesem Command geben wir wieder die Action, also execute und canExecute mit. canExecute lassen wir einfach mal auf True, also wir können den Button immer klicken. Und jetzt wollen wir eben eine Messagebox öffnen. Und machen wir es gleich so, dass wir sozusagen einmal eine Messagebox-Funktion haben, die wir immer wieder verwenden können. Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Delegate, ein Public Delegate. Dieses Delegate liefert uns beispielsweise ein Dialog Result. Wir könnten auch was anderes verwenden. Allerdings ist Dialog Result ja. Wo haben wir das? Nope. Das heißt natürlich nicht Dialog Result, sondern Message Box Result. Im Using System.Windows, also das ist das Ergebnis, das was eine Message Box hier standardmäßig liefert, wenn wir eine öffnen und der User auf OK oder Abbrechen oder wo auch hin klickt. Und jetzt Open Message Box Handler, definieren wir uns das Delegate und geben mit einem String Name. Oder String Title, String Text. Können wir jetzt die verschiedenen Varianten mitgeben? Ja, wer jetzt argumentieren will, dieses Message Box Result ist ja eigentlich etwas, was von System Windows kommt, also schon wieder kommt von der konkreten UI. Ja, das stimmt. Wer das nicht will, kann natürlich auch ein eigenes Enum definieren und dann in der View entsprechend darauf reagieren. Also, ich könnte hier auch ein myResultEnum machen, das halt dann yes, no, cancel, was weiß ich, was hat, damit wir nicht von diesem konkreten abhängig sind und auch wieder entsprechend für verschiedenste Projekte funktionieren. Allerdings, warum ist das für mich in diesem Fall okay? Weil es trotzdem unit-testbar bleibt. Also dieses MVVM, dieses View-Model bleibt unit-testbar, denn ich brauche ja nur eine Funktion, die das liefert und das ist ja eigentlich auch nur ein Enum, also relativ unabhängig von der konkreten Technologie, die wir haben. So, und wenn dieses Command jetzt, also der Button geklickt wird, das Command ausgeführt wird, dann machen wir eben Folgendes. Wir sagen, okay, if this Punkt, das ist ja nur das Delegate, da brauchen wir noch eine Eigenschaft, public, ups, public open message box handler, open message box get und set. Also, wenn diese Open Message Box aufgerufen wird, ja, und zwar mit Titel Frage
Willst du das? Wir können auch hier die Enums, wenn wir wollen, mitgeben, damit er die unterschiedlichen Buttons anzeigt. Also wenn er das bestätigt, also sagt, okay, ich habe jetzt ein Result mit Yes, dann mache ich irgendwas. Keine Ahnung, was machen wir? Wir setzen den Name ist gleich 42 Entwickler. Und else, Name ist gleich Nö. Ja, macht keinen Sinn, aber ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Also, wir rufen diese Methode auf, die hinter dieser Eigenschaft sitzt, was? Und diese Methode muss eben diese Signatur haben. Und diese Methode soll dann schlussendlich etwas dahinter sein, aus der View, das dann schlussendlich eine Messagebox öffnet. So, in der View brauchen wir nichts, aber im View Behind brauchen wir natürlich Folgendes. Wenn das Fenster geladen wird, dann holen wir uns das View Model über den Data-Kontext. Und wir setzen jetzt diese Eigenschaft, die wir gerade gemacht haben, also Open Messagebox Command. Ja, diese Messagebox Command bekommt einen, was haben wir hier gehabt? Title und Content, glaube ich. Title und Text, ja. Also Title und Text. Und wir implementieren das wie folgt. Also Title und Text wird übergeben. Wir sagen hier Messagebox Show und geben den Text mit und können auch den Titel mitgeben und was weiß ich was noch alles. Also wir können mitgeben, eben hier, wenn wir uns die verschiedenen Obolus anschauen, Messagebox Text, also erst den Text, dann die Caption, also den Titel. Und wir könnten hier, wie gesagt, diese Methode könnte auch noch die anderen Parameter liefern. Title klein geschrieben, wie eben zum Beispiel, welcher Button soll angezeigt werden. Wir machen Messagebox Button Punkt Yes, No. Wir machen ein Icon von Messagebox Image Punkt Question. Ja, was soll das Default Result sein? Soll von mir aus Yes sein. So, und diese Messagebox liefert ein Result. War Result ist gleich. Und dieses Result wollen wir zurückgeben, also gleich Return. Also wir geben das Ergebnis der Messagebox zurück. So, was haben wir hier? Blum, 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 blum. I command init can only be seen an object initialize this space init accessor. Achso, na Moment, ich habe ja das Command. Achso, ich habe natürlich die falsche Eigenschaft. Open Messagebox hat es geheißen, nicht das Command. Open Messagebox. Das war die Eigenschaft, die wir setzen wollen. Das entspricht dem Delegate. So, also, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, es gibt ein Command. Dieses Command, wenn das ausgeführt wird, wird die Funktion hinter dieser Eigenschaft aufgerufen. Diese Eigenschaft ist eine Funktion, die zwei Parameter erhält, nämlich den Titel und den Text, der angezeigt wird, und liefert uns schlussendlich, welcher Button geklickt wird. Und je nachdem, welcher Button geklickt wird, können wir in der Logik hier entsprechend agieren. Was allerdings nicht im ViewModel ist, ist das konkrete Öffnen der Messagebox, denn die Messagebox ist ein modaler Dialog. Das heißt, wir können es nicht Unit testen. Wir brauchen eine Benutzereingabe und damit wir das eben nicht haben müssen, haben wir hier diese Eigenschaft mit dem entsprechenden Delegate. Delegate-Videos gibt es ja schon ein paar. So, und damit hinter diesem Delegate, hinter dieser Methode wirklich die konkrete Aktion steckt, dass eine Messagebox aufgemacht wird, brauchen wir das in der View. Das ist View-Logik. Wir holen uns über den Data-Kontext das View-Model, setzen die Eigenschaft auf die entsprechende Methode, in der einfach die Messagebox angezeigt wird und dann entsprechend das Ergebnis zurückgegeben wird. Diese Open Message Box ist jetzt so generisch, dass der Titel und der Text angegeben werden kann. Es könnte auch noch, wie gesagt, hier weitere Parameter wie die Buttons und die Image angegeben werden. Das bedeutet, wir müssen hier einfach nur das Delegate entsprechend erweitern.
mal kurz angesehen, ob das auch wirklich so funktioniert. Bam, 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 bam. Er kompiliert. Hoffentlich kein Fehler. Und dann kommt auch irgendwann mal die App. So, hier öffne Messagebox. Ich klicke da drauf. Es kommt die Messagebox. Willst du das? Wenn ich jetzt mit Ja antworte, dann soll hier 42 Entwickler stehen. Ich klicke nochmal. Wenn ich mit Nein antworte, steht Nö da. Also, das in aller Kürze. Wenn es zu schnell gegangen ist, schaut euch vielleicht die 1, 2, 3 Videos vorher an zum Thema View-Model, Öffnen vom Fenster etc., damit ihr dem Beispiel vielleicht ein bisschen besser folgen könnt. Für alle Geübteren, die wissen jetzt, wie es geht, ganz in der Kürze. Viel Spaß beim Selbstausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.